In diesem Video möchten wir über das Thema Laufbänder sprechen. Menschen mit kleinen Wohnungen wissen, wie schwierig es ist, platzsparende Trainingsgeräte zu finden. Herkömmliche Laufbänder sind sperrig und nehmen viel Platz weg. Außerdem sind viele Laufbänder sehr teuer, so dass sie für viele Hobbysportler unbezahlbar sind. Für dieses Video haben wir das Laufband T6.5S von Nordic Track genauer ausgewertet. Was es alles kann und wo ihr es günstig bekommen könnt, schauen wir uns jetzt an. Elektrische Laufbänder haben einen Motor. Dieser treibt die Lauffläche an und die Geschwindigkeit lässt sich je nach Bedarf einstellen. Zusätzlich sind viele elektrische Modelle mit mehreren voreingestellten Trainingsprogrammen ausgestattet. Unterhalb des Videos findet ihr in der Infobox einen Link mit mehr Infos und weiteren hilfreichen Tipps zu diesem Thema. Ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich also auf jeden Fall. Weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Das Nordic Track T6.5S ist das Einstiegsmodell in die Laufbandlinie der T-Serie. Es kombiniert die hochwertige Technik und das innovative Design von Nordic Track. Dieses Modell ist perfekt für alle, die ein kompaktes, zusammenklappbares Laufband suchen. Die Features des Modells sind, dass man hier eine 10%ige Steigung hat. Eine 10% Steigung ist für durchschnittliche Benutzer ziemlich steil. Dieser Grad beansprucht Gesäßmuskulatur und die hintere Oberschenkelmuskulatur. Die maximale Gewichtskapazität ist mit etwa 136 kg sehr stark belastbar. Das Modell ist außerdem mit einer sogenannten Flex-Select-Dämpfung ausgestattet. Diese Dämpfer ermöglichen es dem Benutzer, die Dämpfungsfunktion ein- oder auszuschalten. An beiden Seiten des Bildschirms befinden sich One-Touch-Bedienungselemente für Geschwindigkeit rechts und die Steigung links. Die Tasten sind von 1 bis 10 nummeriert, um jeder Geschwindigkeit oder Steigung zu entsprechen. Und sie bieten eine schnelle Möglichkeit, direkt von der Konsole aus zu navigieren. Zusätzlich dazu ist ein spezieller Plus-Motor eingebaut. Dieser garantiert eine kontinuierliche Pferdestärke, was bedeutet, dass der Motor jede voreingestellte Geschwindigkeit beibehalten und halten kann. Der Motor ist selbstkühlend, überhitzt nicht und sollte den Bedürfnissen durchschnittlicher Läufer gerecht werden. Es gibt 20 integrierte Workouts auf dem Laufband und dazu gehören grundlegende Routinen, die leicht zu befolgen sind. Die Tasten für Programme sind hell gefärbt und leicht zu erkennen. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, klickt auf die Links in der Videobeschreibung. Schauen wir uns also noch einmal zusammenfassend die Vor- und Nachteile dieses Laufbands an. Man bekommt hier ein robustes und kompaktes Laufband zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt eine einfach zu bedienende Konsole, rutschfeste Seitenschienen, eine Dämpfung im Deck, die man ein- und ausschalten kann, zusammenklappbare Räder, ein helles LCD-Display und 20 Fitnessprogramme. Zu den Nachteilen zählt, dass es hier kein Touchscreen gibt, das Modell auch nicht besonders geeignet ist für ein intensives Training und dass man das Gerät primär mit der iFit-Software nutzen kann. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Meinungsheld.